Hallo zusammen und willkommen zurück hier in Jogisfelden. Wir sind nach wie vor hier unterwegs und kaufen immer noch ein paar Kühe, um unseren Kuhbestand aufzurüsten. Des Weiteren ist unser Case immer noch dabei, auf dem Feld Nummer 4 anzusehen. Da gucken wir gleich mal hin, während der hier weiterfährt. Also der hat hier noch ein bisschen was zu tun, beziehungsweise ich würde sagen, dass wir den Rest jetzt mal einfach selbst machen werden, sobald er jetzt hier am Ende angelangt ist. Weil muss ja nicht alles der Helfer machen. So, Helfer aus. Dann gucken wir mal, machen wir das schön mit GPS. Neuen Kurs. Müssen hier mal ein bisschen weiter rüber. Sieht so gut aus, aber der ist zu breit, glaube ich. Ja, 6,60 Meter, das passt schon eher. So, dann reihen wir uns hier richtig ein. Und dann machen wir hier die paar Bahnen selbstständig fertig. Und dann ist das hier auch erledigt. Dann haben wir eben die ganze Anseherei beendet. Oder, nee, halt, wir müssen ja oben die 22 auch noch machen. Ha! Das hätte ich jetzt beinahe vergessen. Wir wollen ja noch die Zuckerrüben da oben machen. So, aber erstmal geht es jetzt darum, hier das Feld fertig zu machen. Ich werde jetzt nach der Bahn einmal unseren Tiertransporter kurz abladen. Nach dem Autosave. So, wir machen noch die Wände schnell. So, und dann machen wir hier das schnell. Dann kann der nämlich schon wieder weiterfahren. Bleibst du jetzt stehen, Hund? Du Hund, du. So. Müssen wir gucken, wir haben ja gesagt, ups, falsch gelenkt, dass wir so auf 50 Kühe machen wollen. Das heißt, wir müssten noch zwei holen. Ne, dann würde ich sagen, machen wir noch 2 mal 6. Dann haben wir 60. Das ist dann, glaube ich, dann haben wir erstmal genug. Ja, das machen wir. Also noch 2 Fahrten für den Tiertransporter. Und wir machen hier erstmal weiter. Bis die Maschinerie da oben angelangt ist. Ja, wir kommen gut voran. Da, da, da,
Das haben wir gleich, das haben wir. Das läuft wieder wie geschnitten Brot. Muss aber auch mit hier. Das Stückchen hier noch. Perfekt, dann können wir hier noch mal die Maschine auffüllen. So. Ja. Ja, wieso geht das jetzt nicht? Gut, ja. Kaufen Kühe 6 Stück, bestätigen ja. Und weiterfahren bitte. Und wir machen. Gut, das ist gepflügt und einmal gedüngt. Genau, so wie es sein sollte. Dann fahren wir einmal da hoch. Immer langsam hier. Ich denke, wir kümmern uns erstmal kurz um den hier. Dass wir eben den Kuhkauf für diese Folge noch beenden können. Wir müssen ja dann eben noch eine Runde gleich fahren. Und dann haben wir das erledigt erstmal. Abladen. Ja, ja. Und los geht das wieder.
So. Viel Vergnügen. Und jetzt gucken wir hier. Zuckerrüben. Und wir machen einen Kurs. Das ist die 22. 6,40 Meter. Passt. Machen wir mal zwei Vorgewände, aber im Nachhinein. So, den speichern wir gleich mal. Das ist 10, 22. Und du beginnst am ersten Punkt und viel Spaß. Wo auch immer der erste Punkt ist. Ach, der ist da drüben. Gut, ja. Dann geht das hier weiter. Wir haben ja hier auch noch unsere Hackschnitzelproduktion. Und da müssen wir mal noch mal eine Fuhre abfahren. Wir haben hier noch einiges im Lager. So, der ist unterwegs. Naja, der hat es noch gar nicht so wirklich gut angefangen. Das heißt, wir machen das noch mal so. Ja, jetzt klappt er sich noch mal zusammen, fährt 2 Meter vor, klappt sich wieder aus. Ja, ist halt so, er muss eben den Startpunkt erwischen. Gut, ja. Hier. Kühe kaufen zum vorerst letzten Mal. Oh, beim Kompostmaster ist der Abfall leer. Da müssen wir uns auch drum kümmern. Bestätigen, ja. Und los. Der belädt hier noch. Das ist ganz schön laut hier. So, na komm. Wir machen hinten schon mal die Plane auf. Dann gucken wir mal zum Kompostmaster, was denn da los ist. Da hat der auf jeden Fall gut gearbeitet. Na, und du passt auf hier auf den Hof? Kleiner? Uhu. Ja. So, mal ein bisschen schneller rennen. Einmal hier um die Kurve. So, wie sieht's denn hier aus? Hier ist noch ziemlich viel. Hier haben wir 62.900 Liter an Kompost. Das ist doch alles sehr, sehr, sehr gut. Und wo kommt er schon hier irgendwo? Sehen wir ihn? Ja, da kommt er aus dem Wald raus. So, dann erwarten wir dich mal, oder beziehungsweise wir springen einfach rein und machen die letzten Meter wieder selbstständig. Und dann müssen wir uns gleich um den Kompostmaster noch kümmern, dass wir da ein bisschen Stroh nachschmeißen, wenn wir denn noch welches haben. Habe ich so im Moment gar nicht wirklich im Überblick, aber rein theoretisch müsste da noch einiges da sein. So, wir machen hier mal noch ein schönes Bildchen kurz. So, 60 Kühe. Dann parken wir unseren schicken Anhänger. Den brauchen wir ja erstmal nicht mehr. Oh. Und jetzt heißt das Ladewagen suchen.
hoffe mal. Ja, da steht er. Dann nehmen wir den doch einfach. Dann einmal noch schnell Stroh nachschmeißen, bevor die Folge auch schon wieder zu Ende ist. Na, gucken wir mal. Ja gut, 700.000 Liter. Ich denke, das reicht. Das reicht, das reicht. So, in der Zwischenzeit gucken wir jetzt mal, ob wir unsere... Ups. Tiere dann auch, oh ja, da müssen wir uns in allen Bereichen mal drum kümmern, aber so richtig. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Ich lade jetzt hier noch den hier ab und dann war es das auch schon wieder für heute. Heute klappt das irgendwie nicht wirklich mit dem Rückwärtsfahren. So, wir laden hier noch ab und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen dalassen, abonnieren, kommentieren. Ja, und dann sage ich Tschüss, bis morgen.